Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, wie lange brauche ich realistisch, um eigentlich wirklich gut oder mittelmäßig oder sehr gut zu singen. Und da gehe ich gleich auch direkt auf die Frage ein und das schauen wir uns heute mal an. Habt ihr selber Lust auf eine Gesangsstunde oder auf eine Gesangsanalyse oder ein Gesangspaket für 13,99 € mit Übungen und ausführlichen Beschreibungen? Dann schaut am besten mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Ich habe vor 2 Wochen eine Frage bekommen und zwar von Lecker Pudding. Und sie schreibt, ich habe mal eine Frage, wie lange dauert es denn so ungefähr mit Gesangsunterricht ein gutes Niveau zu erreichen, wenn man mit nichts anfängt, also wenn man wirklich keinen Ton trifft? Oh ja. Da möchte ich auch gleich auf die Frage eingehen, damit ihr auch nur 3 Minuten dieses YouTube-Video schaut. Schaut es bis zum Ende. Und zwar ganz realistisch, ne? Könnte das ungefähr 6 bis 8 bis 12 Monate dauern. Und wir reden jetzt also 6 Monate Minimum, um die Basis, um eine Basis zu kreieren. Weil wenn jemand zum Beispiel gar keinen Ton trifft, dann hat diese Person ja ein Problem mit dem Gehör. Also er hat nicht Amusia. Das ist ja diese Gehör, das ist ja 4% der Welt hat Amusia und kann sich wirklich nicht hören, also kann wirklich keine Töne treffen. Aber der Otto Normalverbraucher, der nicht Amusia hat und trotzdem keine Töne treffen kann, der muss erstmal sensibilisiert werden. Das heißt, da muss erstmal diese Basis stimmen. Und ohne Witz, das ist unterschiedlich. Ich habe teilweise Schüler, da dauert es deutlich länger. Es hat auch was mit dem Alter zu tun. Manche können sich auch einfach nicht reflektieren und hören. Aber jetzt beispielsweise hatte ich eine junge Maus gehabt, die war 13, 14 Jahre alt. Ne? So. Und das war wirklich so, dass sie jeder Ton off-pitch war. Das hat jetzt keinen einzigen Ton getroffen. Und da waren aber natürlich wie immer große Erwartungen dahinter. Ne? Meistens auch dann von den Eltern oder von was weiß ich. Ne? Also große Erwartungen. Und es hat 6 Monate ungefähr gedauert. Da hatte sie, zwei Songs gehabt, die sie durchgesungen hat. Relativ einfaches Niveau auch. Und erstmal diese Songs, da hat sie vielleicht mal so 5 Töne nicht getroffen. Was schon echt relativ gut ist, weil wenn man überlegt, dass sie da keinen einzigen Ton richtig vernünftig treffen konnte, die Stimme sehr nasal war, also es war technisch, gab es sehr viele Probleme auch. Ne? Es war immer nasal, der Gaumensegel hing immer runter, die Zunge war total steif, hat keine Flexibilität zugelassen. Das heißt, da musste man richtig arbeiten, ne? Und das war auch wirklich nervenaufreibend, ne? weil man will ja auch Spaß haben. Aber wenn natürlich so viel Basis fehlt, dann muss man natürlich erstmal an der Basis arbeiten. Ne? Ja, um euch mal so eine Timeline zu geben. Das heißt, beim ersten Mal, wenn die Schüler herkommen, sind meistens schon diese Aha-Momente. Das heißt, da ist schon der Groschen gefallen. Ganz häufig versteht der Schüler auch schon beim ersten Mal, wo das Problem ist. Und beim ersten Mal findet auch eine Korrektur statt. Sodass der Schüler nach Hause geht und sagt, oh klasse, ich habe hier wirklich was gelernt. Ich weiß jetzt, wo das Problem ist. Ne? Das heißt, man hat schon beim ersten Mal schon so einen Aha-Moment. Und dann kann es ungefähr 4 bis 8 Stunden dauern, bis man schon sozusagen die ersten Ergebnisse sieht. Es kann auch schneller sein, es ist wirklich unterschiedlich. Ne? Also es kann man nicht an einer Person festmachen, weil wir reden ja hier vom Körper, wir reden hier von einem Muskel. Und der Muskel ist bei verschiedenen Leuten anders ausgebildet. Ne? So. Und da kann man schon mal sagen, richtig gut singen mit einem Niveau, wo man sagt, ich kann jetzt hier Platten verkaufen, ich habe ein tolles Konzept, ich kann auf der Bühne 2 Stunden ein Konzert spielen, ich kann verschiedene Techniken, ich habe Dynamiken, ich kann verschiedene Facetten kreieren mit meinem Gesang, ne? Also nicht nur immer nur eine Art von Singen, sondern vielleicht verschiedene Arten, ne? Vibrato, Vocal Fry und ne, alles, was so dazugehört. Das kann teilweise auch Jahre dauern, ne? Also 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, ne? Das ist echt unterschiedlich, ne? Warum man im Grunde genommen Gesangsunterricht nehmen sollte, ist, wenn man zum Beispiel Songs singt wie Ariana Grande, Beyoncé, Songs, die extrem schwierig sind, Belting, wo man höhere Register benutzen kann, will mit Bruststimme oder mit Mischstimme, dann muss man gucken, dass man dort die richtige Foundation hat, dass man die richtige Technik benutzt. Und meistens kriegt man es einfach alleine nicht hin. Also ich habe es damals auch alleine nicht hinbekommen, habe immer gequetscht, habe immer gedrückt mit den Stimmbändern, mit meinem Kehlkopf und habe
habe die Töne rausgepresst, habe dieses drückende Gefühl gehabt und so. Und meistens ist es so, dass alleine die Leute einfach nicht wissen, was sie machen müssen. Es ist genauso wie, als ob du jetzt Eiskunst laufen lernst und dann gehst du allein aufs Eis. Du kannst zwar stehen, manche können auch gar nicht richtig stehen. Das ist so ähnlich wie, manche können keine stabilen Töne rausbekommen oder können keine Töne treffen. Manche können stehen und können auch vielleicht ein bisschen skaten, ein bisschen sich bewegen, aber es reicht dann einfach nicht, um irgendwelche Pirouetten zu drehen oder rückwärts zu fahren oder laufen. Fahren, nicht laufen, ne? Und so ist es ähnlich mit Singen. Das musst du so ein bisschen als Sportart sehen, weil bei einer Sportart geht's auch nicht von 0 auf 100, ne? Wenn euch dieser Hashtag Real Talk gefallen hat, dann Daumen nach oben, dann weiß ich auch ganz genau, dass ihr so eine Art von Videos mögt, dann gehe ich mal direkt so auf Fragen ein. Und ja, die Frage fand ich wirklich interessant und auch echt, ehrlich gesagt, sehr realistisch, weil wenn man Gesangsunterricht ausprobieren will, dann möchte man schon ungefähr wissen, lohnt sich dieses Investment und wie lange dauert es so ein bisschen roundabout? Und ich glaube, man kann nicht eine bestimmte Zahl für alle sagen. Ich kann jetzt nur so mal aus Erfahrung sprechen. So 6, 7, 8 Monate halte ich bis zu einem Jahr. Das halte ich schon für realistisch auf jeden Fall. Ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Wir haben hier so viele Tutorials, Analysen, Tipps und Tricks und alles Mögliche hier auf diesem Kanal. Meine Stimme bricht gleich zusammen. So, ich drücke euch aus dem Fernasien und ich sehe euch in meinem nächsten Video.